Betreten auf eigenes Risiko steht hier. Also jedenfalls interpretieren wir das so. Par eigen risk. Und wer betritt auf eigenes Risiko? Natürlich mein Mann. Schaut mal, wie nah wir sind. Du lässt sich echt nicht stören. Steht da und... Oh, macht sein Elchding. Guten Morgen. Morgen. Wir haben herrlich geschlafen. Im Bett. Super. Das war echt schön. Schön warm. Jetzt starten wir in den Tag. Wir haben heute ehrlicherweise noch keinen Plan, was wir machen. Irgendwelche Ideen? Runde wandern gehen. Hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Dass wir mal wirklich ein bisschen durch die Natur wandern. Ja. Mal gucken, wie begeistert die Kinder davon sind. Das müssen wir jetzt noch rausfinden. Deshalb stärken wir uns jetzt mal für den Kampf mit Kaffee und Brötchen. Also, lasst euch mal überraschen, was wir heute so veranstalten. Wir haben jetzt hier einen schönen Platz gefunden an einem kleinen See. Da angeln ganz viele Leute. Und hier gibt es Picknicktische mit Blick auf den See. Und jetzt essen wir mal, was wir uns im Supermarkt gekauft haben. Die Jungs haben jetzt so Chicken Wings und wir haben Krabbenbrötchen. Und ja, da lassen wir es uns mal gut gehen. Hübsch, also hier auf jeden Fall. Hier kann man seinen eigenen Fisch auch gleich grillen. Hier gibt es so Grillhütten. Das sieht man hinter mir jetzt. Und Holz ist vorhanden und dann kann man hier schön seinen Fisch zubereiten und gleich essen, fangfrisch. Wir haben gerade einen wunderschönen Platz gefunden, ein tolles Biotop, würde ich mal sagen, so leicht sumpfig mit ganz vielen Himbeeren, die wir jetzt essen oder schon gegessen werden. Ja. Und jetzt laufen wir hier und wandern mal ein kleines bisschen. Also ich finde das so mega klasse hier, das schaut so super genial aus. Guckt euch das mal an hier. Betreten auf eigenes Risiko steht hier. Also jedenfalls interpretieren wir das so. Par eigen risk. Und wer betritt auf eigenes Risiko? Natürlich mein Mann. Oh.
jetzt unmöglich. So, und? Super. War prima. Nichts passiert. Bin ich baden gegangen, gar nichts. Ist ein schöner Wanderweg, aber anscheinend ist der gesperrt. Schaut mal, was wir für einen Pilz entdeckt haben. Also ich glaube nicht, dass das ein Fliegenpilz ist. Aber wir haben auch keine Ahnung, was es sonst sein soll. Wir sind. Du lässt sich echt nicht stören, steht da und. Oh, macht sein Elchding. Wahrscheinlich. Ja, die ist sehr groß. Und dann da drüben, aber das sieht man jetzt leider schwer. Hier steht noch eventuell ein kleinerer. Da oben ist der fünfte Elch für heute. Also wenn's läuft, dann läuft's, oder was? So, wir sind glaube ich die ersten Gäste seit längerem. Hatten wir zumindest gerade den Eindruck. Die haben sich jetzt so gefreut, dass jemand da ist. Uns an. Ich sehe ihn. Oh, ja. Das ist kein Elch. Das ist ein Riesenelch.